Grüezi und herzlich willkommen zu einem neuen Crowdhouse-Video. Heute gehen wir mal in die Richtung Berge, genauer gesagt am Wallensee. Im Zentrum von Wallerstadt stelle ich Ihnen heute eine vollvermietete Liegenschaft vor. Sie besteht aus zwei Gebäuden, eins mit dem Baujahr 1987 und eins aus dem 2013. Das ältere ist im 2011 umfassend saniert worden, sodass beide einen attraktiven Wohnstandard bieten. Zusammen haben sie 20 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen, die alle vermietet sind. Schauen wir doch gerade mal rein. Die Mieter geniessen unter anderem moderne Bäder. Der Eichenparkett wird von der Bodenheizung für die richtige Wohlfühlatmosphäre auf Temperatur gebracht. Und in der Küche sind hochwertige Gerätschaften verbaut worden. Auch die grosszügigen Außenbereiche sind natürlich ein weiteres Plus. Genau so wie auch die zentrale Lage. Die Mehrfamilienhäuser liegen nämlich an der Bahnhofstrasse. Direkt gegenüber hat es gerade einen Coop und eine Bankfiliale. Auch für die Bildung vom Kindergarten bis zur Sekundarschule wird ganz in der Nähe gesorgt. In wenigen Minuten ist man zudem schon am Wallensee. Ja, die schöne Lage am See dürfte mitverantwortlich sein für die tiefen Leerwohnungsziffern von nur 1% in Wallerstadt. Auch für die umliegende Alpenlandschaft sind die rund 5500 Einwohner zu beneiden. In wenigen Minuten sind sie zum Beispiel schon im Ski- und Wandergebiet Frunzenberg. Die Berge gehören auch zum Spezialgebiet von der ortsansässigen Jurimann Stahl AG. Sie produziert Komponenten für den Strassen- und Schienenbau und ist unter anderem maßgeblich am Bau des Gotthard-Basistunnels beteiligt gewesen. Ganz ohne Tunnel geht es ins nächstgelegene Regionalzentrum Sorganz. Es ist eine wichtige Anlaufstelle wegen seiner vielfältigen Schulen, der guten Verkehrsanbindungen und auch zum Arbeiten. Zahlreiche Arbeitsplätze gibt es natürlich auch in Liechtenstein, wo stark auf Arbeitsnehmer aus dem Ausland setzt. Gut ist man von Wallenstadt schon in einer Viertelstunde in Sorganz und in 20 Minuten im Fürstentum. Über den ortseigenen Anschluss an die Autobahn A3 ist man natürlich auch sonst gut angebunden. Wer die ÖV bevorzugt, der hat direkte Verbindungen nach Zürich und Chur ab dem Bahnhof. Ja, Wallenstadt profitiert von der fantastischen Lage zwischen dem See und den Bergen. Gleichzeitig ist es über die Strasse und Schiene top angebunden. Das Infrastrukturangebot vor Ort wird ideal ergänzt durch die Nähe zu Sorganz. Gute Voraussetzungen also für unsere vollvermietete Liegenschaft im Ortszentrum. Das war es von der Crowdhouse-Liegenschaft in Wallenstadt. Ich hoffe, Sie schauen auch beim nächsten Video wieder rein.